Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance mit Tipps und Tricks rund um GTA. Und was haben wir heute bekommen? Ein neues Fahrzeug. Mit dem Mini-Update des heutigen Tages haben wir den Übermacht Revolter bekommen. Diese riesige Limousine zählt allerdings lustigerweise zu den Sportwagen. Und wir schauen mal, was wir an dem Teil so stylen können. Er sieht ja ziemlich voluminös und heftig aus und wir schauen mal, was er so bringt. Neben den Standardverbesserungen, die diese Fahrzeuge immer haben und die eigentlich meistens auch denselben Preis haben, ich mache das jetzt mal schnell. Einfach durch, was so das Standardmäßige ist. Da habe ich ja schon gesagt, ich mache nie das mit der Front dazu, weil sonst schwebt das Fahrzeug nur noch. Wir haben Designs, wir haben Nummernschild, machen wir unser Die Hard. Was jetzt? Getriebe ist auch das normale. Jetzt kommt noch der Turbo. Und das Geld fließt raus ohne Ende. Waffen haben wir bei diesem Fahrzeug. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gedacht. Aber das übersieht man jetzt häufig bei den letzten Fahrzeugen, dass viele von denen einfach auch noch Waffen besitzen. Das macht sie natürlich aber auch etwas besonders. Na, im Gegensatz zu dem, was wir sonst haben. Was haben wir denn an Styling-Möglichkeiten? Da haben wir eigentlich ehrlich gesagt nicht besonders viel hier drin. Also wir können nicht hier irgendwo dieses Fahrzeug groß umbauen. Das Einzige, was wir hier haben, sind verschiedene Designs. Das aber lustigerweise hier Tarnung ist für dieses Fahrzeug. Und wir haben verschiedene Waffen, wie ein, na, verschiedene nicht. Wir haben also ein starres Maschinengewehr wieder vorne zum Einbauen. Na, jetzt tun wir das Ganze noch ein bisschen stylen. Just right. Ein paar gescheite Reifen drauf. Die natürlich dann auch noch dementsprechend mit Tuning, mit Schusssicher. Mit schwarzem Qualm versehen werden. Und das war's dann auch schon für dieses Fahrzeug. Mehr können wir da leider nicht mitmachen. Ah, so sieht er jetzt dann aus. Mit dem Zebramuster finde ich ihn etwas schriller. Und so sieht er aus in freier Wildbahn. Na, dadurch. Ja, was war denn das? Der kommt mir entgegen. Na, also. Es ist eine etwas größere, zwar, naja, Geschmackssache. Also für eine richtig große Limousine sieht er noch ganz gut aus. Ansonsten weiß nicht, ob das was Besonderes ist. Was meint ihr? Mögt ihr diese Karre?
Also ich meine, dafür, für einen Viersitzer, dass wir jetzt hier natürlich den Maschinengewehr dazu haben, ist natürlich ganz schön. Mal schauen, wir können aber auch die anderen Waffen wieder auswählen. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber den ersten Fahrzeugen, die wir in GTA hatten, dass wir nicht nur eben die Sportgeschütz nehmen können, sondern dass wir trotzdem auch Haftminen und andere Sachen hier ausrüsten können. Allerdings handelt es sich ja nicht um ein Panzerfahrzeug, also ist es trotzdem noch gefährlich. So, und jetzt schauen wir mal, wie sich dieses Fahrzeug insgesamt in seiner Kategorie, in den Rennfahrzeugen, macht. Wie schnell ist es denn wirklich auf meiner Teststrecke? Zurück. Oh, nee. Sorry. Jobs. Jobs spielen. Meine Jobs. Und Long Range Velocity Test. Also ich kann euch nicht unbedingt bisher zu diesem Fahrzeug raten. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Spezielles raus. Auf alle Fälle ist er ein wenig teuer dafür, dass ihr nur eine schwerfällige Limousine eigentlich habt. Also er fährt sich jetzt nicht so besonders eigentlich. Wartet, ich komme sofort. Zeilen einfügen. Oh nee. Kopierte Zeilen einfügen. Revolta. Ich werde gleich eben vergleichen, wie viel Kilometer er auf die Strecke legt. Na, das ist ja eben das, dass ich meine Strecke jetzt so umgerechnet habe, dass sie identisch mit den Angaben im Spiel ist. Na, wir haben also unseren Sportwagen. Wir starten das Ganze. Spielen alleine. Und diese Strecke hat 6,7 Kilometer. Wir haben, den Alpha wollen wir nicht. Wir wollen den Revolta. Der Alpha sieht eigentlich relativ ähnlich aus. Hier ist der Revolta. Und wir legen los. Wie immer starte ich das Gas schon früher, weil es doch unterschiedlich ist, wann man sich den Boost holt. Das wäre natürlich mir zu wenig neutral vom Rennen her. Mit dem Paria, also der war ja vor, glaube ich, 5 Wochen, kam der ins Spiel, haben wir im Augenblick den schnellsten Rennwagen mit 236 Kilometer pro Stunde im Spiel, oder fast 237 Kilometer pro Stunde im Spiel. Der hat die Strecke allerdings in einer Minute und 3,5 Sekunden geschafft. Schauen wir mal, was dieses Fahrzeug hier, der Revolta, bringt. Ich finde es natürlich ein bisschen traurig, dass wir überhaupt keine Styling-Möglichkeiten bei einem Fahrzeug bekommen. Warum das jetzt GTA dann eigentlich gebracht hat, ist mir nicht so ganz klar. Und wir haben 1 Minute 11 und 62, 4. Also 1,1162,4. Das entspricht 210 Stundenkilometer und damit ist er im unteren, also ist er auf
Platz Nummer 15. Etwas spät, schneller als der LG Retro Custom. So, ich hoffe, mein Video war ein wenig informativ für euch. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao.